Herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute wieder an meiner Seite die liebe Maria von Mara Food. Herzlich willkommen, liebe Maria. Hallo Silke, ich freue mich so sehr dabei zu sein und über dieses spannende Thema zu reden. Wir hatten ja schon kürzlich Videos veröffentlicht, da haben wir so über die Ernährung mit unseren Kindern gesprochen. Deine Erfahrung auf meinem Kanal, meine Erfahrung auf deinem Kanal. Heute haben wir wieder so eine Zweierreihe. Heute geht es auch so ein bisschen um Ernährung mit unseren Kindern, aber auch um eine gewisse Reinigungsmethode. Auf deinem Kanal findet man meine Erfahrung mit meinen Söhnen. Und wir werden heute in diesem Video sprechen, was du so für Erfahrungen gemacht hast. Wir haben ja gerade eben den Teil für dich gedreht und da ging es eben auch darum, was so gewisse Lebensmittel bei Menschen, vor allem jetzt bei unseren Kindern, ausgelöst haben. Zum Beispiel für viele Menschen, die sich nicht so mit Ernährung beschäftigen, die essen ja alles, auch Industriekost, die essen die ganzen Backwaren und die ganzen Süßigkeiten. Und in den Backwaren, gerade vorrangig ist ja Weizen, der ist ja sehr hochgezüchtet, der ist ja auch so hochgezüchtet und modifiziert, damit er bessere Backeigenschaften hat. Ob der jetzt so für uns gut verträglich und verdaulich ist und was das im Körper bewirken kann, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Und dann haben wir natürlich noch viel, viel Zucker, verarbeiteten Zucker in dieser ganzen Industriekost. Ne? Und wenn man so überlegt, in den 80er Jahren waren die Schokoladen viel weniger süß als heute. Das hatte man wirklich angepasst, selbst im Biospektrum. Also Bio-Schokoladen haben dann auch angezogen. Also heutzutage sind die meisten Schokoladen sehr, sehr süß. Ne? Und Gluten und Zucker, die können gewisse, sag ich mal, nicht nur Süchte verursachen, sondern auch was mit, vor allem mit Kindern. Als Mutter, wenn man da ein bisschen drauf achtet, sieht man schon den Unterschied. Du hast ja auch immer drauf geachtet auf eine Pflanzenkost bei deinen Kindern und auch glutenfrei, zuckerfrei oder wenn, sag ich mal, zuckerfrei, dann eher Früchte, Trockenfrüchte, also eher natürliche Süße. Genau, bericht mir gern mal gerade auch, was du bei deiner Tochter, den Unterschied, wenn sie mal beim Kindergeburtstag war und hat dann was mit Gluten oder Zucker gegessen, kannst du mal so den mir so beschreiben, ja, wie die Symptome waren. Wie hast du erkannt, okay, jetzt hat sie das und das gegessen? Das erkenne ich jetzt ganz klar. Ja, also das war ganz ausschlaggebend. Ne? Also wenn sie zum Kindergeburtstag gegangen ist, ich habe zwar einige Sachen schon gesagt, so vegan und keine tierischen Produkte. Das waren verschiedene Erfahrungen. Also auf einem Kindergeburtstag hat sie sich dann komplett übergeben und da musste ich sie dann auch abholen, weil diese, sage ich mal, diese Lebensmittel, also der Körper hat so stark reagiert und es gab, sage ich mal, nur Pommes und Kuchen. Aber sie hat dann sehr viel natürlich auch gegessen davon, ja, weil sie das ja auch so nicht kannte und hat sich dann eben übergeben, weil das für den Körper einfach zu viel war. Dadurch wusste ich eben schon, okay, Lorella, wow. Dann ist sie natürlich, wenn sie von manch einem Geburtstag nach Hause gekommen ist, war sie total aufgedreht. Die hat nicht mehr gehört, was ich gesagt habe. Die war so, ja, wie man das eben kennt, wenn Kinder so abdrehen, wenn die so hyperaktiv sind und das dann abends noch, weil sie einfach also Industriezucker gegessen hat, was sie von uns zu Hause nicht kannte. Und da habe ich dann schon so gedacht, boah, ist ja schon extrem, ja, also diese Veränderung. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass wenn sich Lorella jetzt nicht glutenfrei ernährt hat, das habe ich manchmal auch gemerkt, wenn jetzt in der Kita mal Geburtstag war oder so, dann hat die hier so Pickelchen bekommen, so kleine weiße Pickelchen. Und ich wusste, dass da irgendein Thema, Ausleitung, ne, ist ja Haut meistens, irgendwelche Unreinheiten. Und das habe ich dann gesehen. Und da konnte ich eben immer sehen, genau, also das war so der Indikator, wie rein Lorella gegessen hat. Da waren dann Pickelchen bei der Haut. Und das war dann natürlich, je älter sie wurde, ist das eben schlimmer geworden, weil sie natürlich auch mehr und mehr selber entscheiden konnte, wovon nehme ich jetzt mal was und wovon nicht, ne? Und man zeigt, ne, wenn sie das dann gegessen hat, Darm und Haut sind ja auch miteinander verbunden. Das zeigt sich ja dann auch ganz schnell. Ich bin ja auch so jemand, der dann auch ganz schnell über die Haut reagiert, wenn ich irgendwie oder auch zu viel Fett. Ich merke das ja schon, wenn ich zu viel Fett esse. So, auch wenn es gesundes Fett ist, merke ich das dann. Ich merke das dann hier. Ich bekomme dann auch hier so Pickelchen. Denke ich mir so, okay, jetzt muss, wenn ich das dann reduziere, geht's wieder weg. Ne? Also das finde ich auch gut, dass man das ja erkennt. Es gibt Menschen, die essen alles Mögliche, was vielleicht auch gar nicht zuträglich ist, aber der Körper reagiert nicht mehr so wirklich oder gibt Anzeichen. Ne? Mhm, ja. In der heutigen Zeit ist es so, ich hatte da vor Jahren auch mal ein Video mit Henry gemacht, gerade weil du eben auch sagst, Pickelchen, nur mal so ein kleiner Exkurs, dass auch gerade die sogenannte Pubertät
ne, wo eben die Haut so stark reagiert ist. Man ist halt der Pubertät, aber es gibt halt auch Kinder oder die, wenn die gesünder ernährt werden, die haben das nicht so intensiv. Ne, da haben wir uns auch gefragt, wieso ist das so normal eigentlich? Es ist aber nicht immer überall normal. Ich denke, das hat auch viel was mit der Industriekost zu tun und auch mit gewissen Schadstoffen. So, also ich, wenn man so in anderen Kulturkreisen schaut oder sich auch Kinder anschaut, die sehr gesund groß geworden sind, da erkennt man das nicht. Und wenn ich da auch zum Beispiel an Sören Schumann denke, der hatte ja auch so ganz starke Hautprobleme, man hat das auch über eine Ernährungsumstellung in den Griff gekriegt. Ne, da hatte er auch ganz, hatte ich auch ein Video mit ihm dazu gemacht. Das sind wirklich Lebensmittel. Ja. Gluten weglassen, ne, auch gewisse Milchprodukte. Da kann, also manche, aber weil man auch sagt, na ja, aber es reagieren doch nicht alle so. Ja, wir sind halt auch ganz individuell. Und je nachdem, wie sich was akkumuliert, kann sich das über die Haut, manche haben dann eher vielleicht Allergien oder Depression oder Nebel im Kopf. Und deswegen finde ich das interessant, bei euch das gerade zu sehen, weil du eben auf Gluten und Zucker so verzichtet hast, dass du das genau sehen kannst, wie deine Tochter reagiert. Da kann man das nicht so abtun. Ach Quatsch. Das ist Quatsch so. Aber du erkennst das ja so, ne? Und wie alt ist deine Tochter jetzt? Jetzt ist sie 8 Jahre. 8 Jahre. Und wie ist es jetzt so mittlerweile? Also ihr seid immer noch strikt mit Gluten und Zucker? Genau, wir sind mit Gluten und Zucker hier zu Hause auf jeden Fall strikt. Mittlerweile geht sie ja seit, sie ist jetzt in der 3. Klasse. Sie ist ja in der Schule und da kann ich natürlich nicht schauen, was sie dort isst. Und da ist sie natürlich auch anderen Sachen ausgesetzt. Wir können in der Schule leider kein glutenfreies und veganes Essen wählen. Es gibt vegetarische Möglichkeiten, aber kein veganes Menü. Und sie hatte, wir haben ja dann auch eine Kommunikation, weil genau wie bei dir ist es bei mir auch die Einstellung, Verbote bringen nichts, ne? Und die Kinder sollen ja auch ihre eigenen Erfahrungen machen. Also haben wir uns auch mal darauf geeinigt, dass sie bei dem Buffet mitessen kann. Sie fragt, was vegan ist. Sie können dafür nicht garantieren, natürlich. Und da ist das mit der Haut ganz schlimm geworden. Also das war wirklich extremst, dass ich dann eben gesehen habe, ich habe es ja auch gesagt, ich sage, Lorella, wir sollten da jetzt mal wieder ein bisschen runterfahren, weil dein Körper sagt ganz deutlich, dass der die Sachen nicht haben will. Und sie hat dann auch verstärkt über Bauchschmerzen geklagt. Und dann habe ich auch mit ihr gesprochen. Ich sage, aber Lorella, wenn du Sachen in der Schule isst, die eben Gluten enthalten, wie Weizen und so, dann reagiert dein Körper und das ist ja auch gut, weil der sagt dir dann einfach, er will das nicht haben. Das macht ihn über lange Sicht gesehen krank. Und das fand sie dann auch sehr, sehr, also einleuchtend. Und wir sind jetzt auch wieder dahin zurückgegangen, dass ich ihr das Essen mitgebe, weil sie auch selber findet, dass das Essen leckerer ist. Sie hat trotzdem eine Karte, wo sie sich mal eine Beilage und sowas auch nehmen kann. Aber sie isst lieber mittlerweile auch ihr Essen aus der Box. Und dann haben wir, weil die Sache ist, das war so eine Entwicklung und ich eben auch geschaut habe, okay, wie kann ich jetzt Laurella damit auch unterstützen mit der Haut, weil ich ja auch gesehen habe, es ist eine Form von Ausleitung. Der Körper macht da was, da passiert was. Und ich hatte ein Mittel getestet. Ich bin da auf aufmerksam gemacht worden und war erst lange sehr skeptisch und wollte das nicht. Und Marc hat immer wieder versucht und gemacht. Und dann hatte ich eben so eine Situation auch, dass wir festgestellt haben, also Thema Glyphosat, ne, dieses Pflanzenschutzmittel, was sehr weit verbreitet ist und wir mittlerweile über die Luft aufnehmen. Und ich war zu 100% überzeugt, dass wir nicht belastet sind, weil wir ja fast komplett Bio essen. Und sowohl Larella, mein Leonard, den ich damals noch gestillt habe, und auch ich, also Leonard war damals nicht mal ein Jahr, als ich das getestet habe, waren Glyphosat verseucht. Und dann habe ich so gedacht, das gibt's doch nicht, das geht doch nicht. Also Leonard muss es ja über meine Muttermilch bekommen haben, der hat ja bis dato nichts anderes bekommen. Und dann habe ich so gedacht, okay, komm, jetzt testen wir das hier mal. Wir sind verseucht. Dann mache ich das jetzt mal, teste das erstmal bei mir und habe dann Sachen getestet, habe eben gemerkt, dass ich Ausleitungssymptome hatte, wie, also ich bin jetzt nicht krank geworden oder so, sondern ich habe gemerkt, meine Haare sind ein bisschen schneller fettiger geworden. Ich habe so gemerkt, dass der Geruch vom Urin sich verändert und ich hatte bis dato gar keinen Schweißgeruch mehr, weil ich mich ja super clean auch von Rohkost und alles ernähre. Habe dann gemerkt, dass ich manchmal doch dann so ein bisschen angefangen habe zu riechen. Also nicht jetzt unangenehm, aber ich habe eine Veränderung eben gemerkt, sodass ich es gemerkt habe und habe gemerkt, hier passiert auf jeden Fall was. Habe das dann erstmal eine ganze Weile an mir getestet und dann habe ich gedacht, hey, komm, jetzt probiere ich das mal bei den Kindern.
Und dann habe ich eben kurze Zeit später, als wir das dann so getestet haben bei den Kindern, habe ich es auch ganz langsam hochgesteigert, habe denen das dann morgens in so Kokoswasser oder in Saft gegeben, weil so direkt, das schmeckt gleich salzig, wollten sie das nicht. Dann habe ich eben den Test gemacht und bei Lorella war die war am meisten belastet, ist der Wert auf die Hälfte gesunken und Leonard und ich, wir waren komplett wieder frei, also es konnte nicht mehr nachgewiesen werden. Und das fand ich extremst faszinierend. Und damit war ich natürlich schwarz auf weiß von diesem Mittel überzeugt. Und dann habe ich Lorella das Mittel weitergegeben und habe gemerkt, dass die Pickel fast ganz weg waren und ihre Haut ist jetzt auch ganz weich und rein. Und jetzt ist es wirklich so, dass wenn sie in der Schule jetzt mal irgendwas isst, was eben nicht glutenfrei ist, sehe ich das sofort, dass sie ein, zwei Pickelchen hat, aber nicht mehr diese ganzen, also es war ja dieses ganze Wangen, diese ganzen Wangen waren voll. Und das ist weggegangen dadurch. Also ich sehe es jetzt wirklich nur noch so die Reaktion, wenn sie Gluten isst, was ich mega interessant und spannend finde. Ja, ist auf alle Fälle sehr, sehr faszinierend, was da möglich ist, wenn man wirklich ein effektives Mittel zur Hand hat. Also ich habe auch sehr stark, interessanterweise, als ich das Mittel getestet habe, über die Haut reagiert. Ich hatte Juckreiz, also meine Lymphknoten sind angeschwollen. Ich bin ja jemand, ich weiß das durch meine Entgiftungskuren, dass ich bei mir das immer ganz schnell über die Haut geht. Bei anderen, die haben andere Symptome, ne? Vielleicht Energielosigkeit, Kopfschmerzen. Bei mir geht es immer über die Haut. Und ich dachte, oh Gott, ich dachte natürlich auch, ja, wenn man immer so normal entgiftet und Ernährung, eine gute Ernährung hat, wieso entgifte ich ja so krass über die Haut? Aber es ist eben ein Trugschluss zu denken, Bio-Essen reicht. Na, es ist, du hast ja jetzt auch, finde ich auch, sehr krass, muss ich wirklich sagen, dass dein Sohn so Glyphosat belastet war, obwohl er nur Muttermilch getrunken hat. Und da fällt mir natürlich wieder diese ganzen interessanten Vorträge vom Dr. Dietrich Klinghardt ein. Da hat, den ich ja schon seit Jahren verfolge, da gibt es ganz, ganz tolle Vorträge von ihm. Und ich weiß noch, dass der in irgendeinem Video Muttermilche untersucht hat. Aus den USA war die Studie, aber die waren so belastet. Und da hat er gesagt, da waren zwei, drei dabei, die waren so toxisch. Die hätten nicht mal über die Toilette entsorgt werden dürfen. Das hätte Sondermüll sein müssen. Und das hat mich damals schon sehr schockiert. Ne? Also deswegen muss man wirklich auch auf eine tägliche, effektive Entgiftung achten. Also wir wollen auch keine Angst machen. Ne? Also man kann Nee, auch mal ein weil bisschen das, vermeiden. Ja, weil das Interessante finde ich auch, weil viele Menschen, also in meinem Umfeld, denen ich auch davon berichte, die sind ja, aber womit bin ich denn belastet? Was habe ich denn? Ich habe noch nie irgendwie eine Amalgamfüllung gehabt oder sonst irgendwie was. Und es ist so ein Trugschluss, dass man erstens, also zwei Trugschlüsse finde ich da drin, die sehr bedeutend sind. Das eine ist zu glauben, dass wir das nur mal als eine Kur machen sollten, um irgendwas auszuleiten, was wir irgendwann mal zu uns genommen haben, weil wir sind täglich Sachen ausgesetzt. Ja, dieses Glyphosat, davon können wir können uns nicht mehr schützen. Es ist da. Und das Zweite ist, nur weil wir es nicht sehen und nicht richtig greifen können, glauben wir, dass es nicht da ist, weil es ist nicht sichtbar. Es ist und mit unserem Auge nicht zu greifen. Und trotzdem ist es da. Also dieses, das ist genauso wie mit Strahlungen, Elektrosmog, dieses Glyphosat, die Abgase in der Luft sehen wir ja auch nicht. Und weißt du, Silke, wir leben hier ja mitten in einer Großstadt. Wir wohnen in Berlin und da ist natürlich Abgase immer was. Du bist dem ausgesetzt. Und das ist auch so, das finde ich auch faszinierend. Ja, wir leben auf dieser Erde alle zusammen. Und das, was in China und Indien und in diesen ganzen Metropolen in die Flüsse geht, in die Luft gepustet wird, na klar kommt es bei uns an. Das ist ja nicht, dass die Abgase dann Halt machen, nur weil hier steht, oh, hier ist Österreich oder hier ist Deutschland. Das ist ja, das hängt alles zusammen, genau wie auch dieses Thema Wasser, ja, wo manche immer noch sagen, ja, aber ich lebe hier unten in Bayern oder in Österreich oder in der Schweiz an irgendeiner schönen Quelle und wir haben hier Quellwasser, wo ich dann immer so denke, ja, aber was glaubst du denn? Nur weil du da eine Quelle hast, machen doch die Chemikalien oder diese ganzen Sachen nicht Halt. Das ist ein geschlossener Wasserkreislauf, den wir haben. Und das, was in Asien und in China und überall in die Luft gepestet wird, das kommt bei uns an und das regnet bei uns runter und auch an deine Quelle. Weil das macht ja dann, da ist ja kein Stoppschild, das hängt zusammen, weißt du? Und das ist so, das, woran wir einfach mal denken dürfen, dass wir sind hier alle zusammen. Und das, was Person A drüben auf der anderen Seite macht, das wird irgendwann zu uns kommen. Ja, und das sind sich viele gar nicht bewusst. Vor allem auch noch so ein Faktor, man bekommt ja von seiner Mutter
schon ein Teil der Giftstoffe und die von ihren Müttern, das akkumuliert sich ja über die Generation, ne? Jeder hat eine gewisse Belastung. Schau dir mal die Amalgam. Also es gibt ja gar kaum Menschen, die keine Zahnfüllungen haben. Das ist ja wirklich sehr selten. Und es gab eine gewisse Zeit, ich hatte auch Amalgamfüllung, meine Mutter auch. Und ich habe auch einen gewissen Teil der Giftstoffe von meiner Mutter abbekommen. Die Schulmedizin hat früher gesagt, ja, das Kind ist geschützt durch die Plazenta. Nee, es ist eben nicht geschützt. Nee. Ich hatte das Erstgeborene, mein ältester Sohn, auch Erstgeborene und hatte eben auch eine gewisse Belastung. Und dann Wahrnehmungsstörung, Diagnose, so und so. Wo man dann auch gemerkt hat, aha, wenn man das effektiv ausleitet, was da möglich ist, also mit Ernährung, mit Bedürfnissortierung begleiten, mit gewissen Therapien noch, Alternativen, ist da viel möglich. Ne? Aber viele, die sind sich gar nicht bewusst, dass sie schon von Geburt an belastet auf die Welt kommen. Es ist, wenn man sich wirklich das mal bewusst macht, ist das ganz schön traurig. Ja, und das Interessante ist auch, weißt du, du hast ja jetzt auch viele Erfahrungen so mit Chlorella oder mit so, sage ich mal, so traditionellen Ausleitungsmitteln. Und ich habe meiner Tochter, also die Laurella, die hat früher, da gab es auch noch Videos dazu, die hat die Chlorella-Tabs so gefuttert, ja, hatte dann ganz grünen Mund und alles. Und es war auch lustig und die hat Spirulina und Chlorella getrunken mit Kokoswasser. Also das ist nicht das, dass ich nicht auch auf die Art und Weise gearbeitet hätte. Nur die Sache ist, ich habe auch selber bei mir gemerkt, ich hatte ja auch so eine Schwermetallbelastung, die beim Kinesiologen, ne, bei so einem kinesiologischen Muskeltest nach Dr. Kling hat, immer wieder nachgewiesen wurde. Und die Kinesiologen immer sagen, sie müssen mehr Chlorella, mehr Chlorella. Und ich habe manchmal 70 bis 80 Presslinge am Tag genommen, was dann schon sehr meinen Darm belastet hat und nicht schon in Themen, so dann Verstopfung und alles, ja. Wo ich so gemerkt habe, das hilft nicht. Chlorella kommt bei mir nicht weiter. Ich komme mit Chlorella nicht weiter. Und so ist es auch, dass gewisse Mittel haben eben auch ihre Begrenzung, ja, und in gewisse Zonen, Gebiete kommen die nicht rein. Und das fand ich eben auch das Interessante bei diesem Mittel, weil ich das erste Mal, als ich es eben dann über einen langen Zeitraum genommen habe, es ging nicht direkt, sondern ich bin dann irgendwann nach einem halben Jahr oder einem Jahr dann eben wieder zur Kinesiologin und sie meinte so, was haben Sie denn gemacht? Der ist nicht Schwermetall, ist nicht mehr nachweisbar. Und da was war für mich dann auch so, okay, also weißt du, das ist auch so was, wo für mich klar war, dass ich wieder so einen Beweis für mich hatte, das wirkt und das hilft. Und das macht natürlich auch, dass ich das natürlich meinen Kindern auch mit gutem Wissen und Gewissen gebe, weil ich einfach die natürlich auch von diesem ganzen Zeug, was hier in der Luft kreucht und fleucht, beschützen möchte. Ja, und das ist halt auch, denke ich mal, eines der wichtigsten Themen in dieser Zeit, sich wirklich bewusst zu machen, warum eine tägliche Entgiftung wichtig ist. Mich hat ja auch so ein bisschen schockiert. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Interview mit dem Fabian von Lebenskraft pur gemacht und wir wollten mal über die Wildkräuter, ne? Du weißt, Wildkräuter bin ich ja eine ganz große Liebhaberin von Wildpflanzen. Und da wollten wir einfach mal über die zwei Produkte von Lebenskraft pur sprechen mit Wildkräutern. Ne? Wo da dann, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass die, ich dachte, da sind halt auch ein paar deutsche Wildkräuter drin, so. Und da hatte er gesagt, wir können gar nicht auf deutsche Wildkräuter zurückgreifen, weil die Belastung zu groß ist. Das entspricht nicht unseren Qualitätsanforderungen. Die haben ja auch, also die kontrollieren ja wirklich, die haben ja ein paar Qualitätsprüfer, die prüfen wirklich, die mischen ja auch die mischen ja auch die, also alles, was nicht jetzt eine Mono-Zutat ist, wird dort vor Ort gemischt, direkt bei Lebenskraft pur. Und das heißt, wenn in Wildkräuterpulver, ich weiß nicht, wie viele Wildkräuter da drin sind, ich sag mal 20 einfach so, ich weiß nicht genau mehr, dann wird jede Zutat geprüft. Klar können sie nicht, es gibt ja so viele tausende Schadstoffe, aber das, was sie meinen, was das Wichtigste ist, wird geprüft und wenn das nicht standhält, wird es nicht genommen. Und der hat gesagt, wir mussten auf eine Wildsammlung aus Kroatien zurückgreifen, weil die nicht so belastet ist wie in Deutschland. Und dann denkst du, okay, aber jetzt esse ich jetzt hier schon seit, weiß nicht, 15 Jahren Wildkräuter und klar, deswegen ist, da sagt der Fabian, ich will ja keine Angst machen, aber deswegen ist eine tägliche Entgiftung wichtig. Ne? Und da kann man entscheiden, macht man das über Chlorella, macht man das über Zeolithpulver, macht man das über die Entgiftungstropfen, über die wir sprechen. Und dann muss man halt einfach abwägen, was macht wirklich Sinn, was ist wirklich effektiv. Es gibt verschiedene Entgiftungsmöglichkeiten, Methoden da draußen. Und natürlich für die ganzheitliche Gesunderhaltung ist mehr als Entgiftung notwendig. Das wissen wir auch. Ne? Ernährung ist wichtig, auch sich bewegen, seine Themen angehen. Wie gesagt, da kann man einiges machen. Und das, die Tropfen, von denen wir sprechen, das sind ja keine Wundermittel. Es ist immer der Körper, der heilt und sich wieder selber reguliert. Aber wir müssen halt schauen, was braucht der Körper, um wieder die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und da müssen bei jedem verschiedene Knöpfe gedrückt werden. Das gibt nicht, wo man sagt, ja, nimm mal hier die Tropfen und dann ist alles gut. Das ist auch ein Trugschluss. Genau, und das, was ich auch interessant finde, Silke, damit habe ich mich, darüber habe ich mich nämlich auch mit Sören unterhalten, Sören Schumann.
Weil die Sache ist, viele Menschen glauben einfach, ja, wir haben doch ein natürliches Entgiftungssystem. Das haben wir. Aber das ist natürlich dafür geschaffen, wie wir vor Jahrzehnten, Jahrtausenden gelebt haben, in der Natur, im Einklang mit der Natur. Aber diese ganzen, ich glaube, es sind mittlerweile 15.000 Chemikalien, Giftstoffe, die tagtäglich, also mit denen, die in unserer Welt so tagtäglich benutzt werden. Und an diese wird sich unser System niemals anpassen können. Also in dieser Schnelligkeit, in der wir neue Chemikalien, Giftstoffe und alles entwickeln, herstellen und dann natürlich auch diese ganzen Sachen, die ja schon da sind, dann miteinander ja auch reagieren, wo wir ja gar nicht wissen, was passiert, was ja niemals getestet wurde. Das sind so Sachen, daran kann sich unser natürliches Entgiftungssystem gar nicht gewöhnen. Und deswegen dürfen wir einfach hinschauen und gucken, wie kann ich meinen Körper dabei unterstützen, gewisse Entgiftungsprozesse wieder ablaufen zu lassen, weil bei manchen Körpern sind ja gewisse Prozesse einfach schon komplett eingeschlafen, weil eben Leber, Niere oder andere Sachen schon su super belastet sind auch, ne? Und was man ja auch nicht vergessen darf, dass bei viel, ich meine, wenn man sich so ein paar Entgiftungsorgane anschaut, Niere, Darm, Leber, ne, die sind ja schon durch eine ungünstige Ernährungsweise, durch die Industriekost, sind die ja auch schon so teilweise geschwächt, dass die ja gar nicht wirklich effektiv zu 100% arbeiten können. Schaut dir mal an, was viele für einen trägen Darm haben oder ob Darmbeschwerden. Schaut dir an, Fettleber, auch mit Alkohol oder selbst mit zu vielen Früchten kann man seine Leber belasten. Das wissen ja viele gar nicht. Oder zu viel Eiweiß, ne? Oder wenn man sich auch anschaut, diese Qualität der Nahrungsmittel, ne? Auch aus der Massentierhaltung, wie da gearbeitet wird oder die Industriekost, wenn jemand immer nur diese dehydrierten, zu würzigen, zu salzigen mit irgendwelchen Stoffen, wo ich gar nicht weiß, was ist das genau, wenn du da über Jahrzehnte deinen Körper damit versorgst. Also die Entgiftungsorgane, die können dann gar nicht mehr, wenn man schon sich so drauf verlassen will, 100% perfekt arbeiten. Und dann sind sie, die sind ja schon im Normalzustand, wie du es beschrieben hast, gar nicht daran angepasst. Aber durch die Ernährungsweise und eben auch durch die Schadstoffe, es ist nicht nur die Ernährung, es gibt ja auch Schadstoffe, die die Entgiftungsorgane dann überlasten. Ne, und belasten so. Und da ist es natürlich interessant, wenn man dann eine Methode hat, die effektiv arbeiten kann über die Zeit so. Ja, genau. Genau, weil das ist auch so, wie du das sagst, das ist halt kein Wundermittel, ne? Und Entgiftung passiert ja auch immer, ich sage das immer so, es ist wie so eine Zwiebel, ne? Da wird eine Schale abgemacht und dann die nächste und dann die nächste. Weil es ist einfach, der Körper muss ja erstmal schauen, oh, jetzt kriege ich hier was, jetzt habe ich die Voraussetzungen, wo gehe ich jetzt als erstes ran, ne? Welches ist jetzt gerade am wichtigsten oder wo muss ich erst ran, um dann eben wirklich irgendwann mal da anzukommen, dass man eben ja wieder sauber ist. Aber man wird ja, wie gesagt, auch täglich weiter belastet, ne? Ja, liebe Maria, vielen Dank für die Einblicke bei dir, für das schöne Gespräch, für das Interview. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, Webseite, du bist auf Instagram, Facebook. Ne? Ich werde also den Kanal oben verlinken, deine anderen Plattformen unter dem Video. Und ja, für alle, die sich für diese effektive Entgiftungsmethode interessieren, also ich werde unter diesem Video eine Infogruppe verlinken und auch meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mich natürlich jederzeit dazu anschreiben. Genau, und dann gibt es ein bisschen Informationen und ja, also in meinen Augen, Maria wird mir zustimmen, ist es wirklich für uns ein Segen gewesen, das kennenzulernen, weil es ja auch für unsere Arbeit sehr gut ergänzt, ne? Mit dieser ganzheitlichen Gesundheit, Ernährung, wir kommen ja eher so aus der Ernährungsrichtung, aber trotzdem ist es wirklich ein sehr, sehr tolles Werkzeug und ich bin sehr froh, dass wir damit in Berührung gekommen sind, auch was wir da für unsere Kinder, wie wir unsere Kinder einfach da gut damit unterstützen können und ja. Genau, wenn es auch Fragen dazu gibt, gern unter diesem Video reinschreiben und oder mich anschreiben oder in die Infogruppe kommen und dann kann man mir auch da kann man vielleicht ein bisschen intensiver die Themen behandeln. Liebe Maria, dir alles Gute, alles Liebe. Wir sehen uns bestimmt noch mal in einem anderen Interview hier auf meinem Kanal. Wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank nochmal und bis bald.